Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Jawohl, hier waren wir auf jeden Fall beim letzten Mal stehen geblieben. Hatten uns in der Höhle vergenusswurzelt und hatten dort effektiv Azar-Yavet 1 auf die Fresse gegeben, aber so richtig mit Schmackes. Das war auch ganz gut so. Er hat das auch ein bisschen gebraucht. Er war ein ziemlich fieser Gegner. Ja, und es war auch ein ziemlich lustiger Kampf. Jetzt geht's im Prinzip weiter. Frage ist, wie geht's weiter? Wollen wir dann jetzt da oben lang? Können wir hier oben durch? Probier's mal. Es ist natürlich mitten in der Nacht, ne? So wie es sein muss. Aber im Prinzip sind die Salamandra zerschlagen. Wir können jetzt noch gucken, dass wir hier vielleicht Feuer machen und uns noch ein bisschen ausruhen. Wie sieht's denn eigentlich leveltechnisch aus? Hatten wir ein Level up? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir einfach den Katzentrank eingeworfen, dann können wir auch mal ein bisschen in der Nacht rumrennen. Meine Güte. Wir haben es ja so schön hell gemacht. Alles so schön hell. Ich bin ein Hund. So, hier hinten geht es ja natürlich noch weiter. Ja, da gucken wir mal, wo es hier hingeht. Fässchen. So, sind wir hier überhaupt richtig? Den Steg lang gehen? Können wir den einfach lang gehen, ja? Vorher will ich hier hinten nochmal gucken, was es hier so Schönes gibt. Natürlich noch ein paar. Drum, ich hab's doch da leuchten sehen. Ein Ort der Macht. Was möchte ich tun? Ich möchte ein Ritual des Lebens durchführen. Mehr Leben ist gut. Beziehungsweise höhere Regeneration. Weiße Myrte, die habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, nehmen wir natürlich mit, ne? Und wenn wir sie nur wieder wegschmeißen, ist ja egal. So, ach, hier ist noch ein Fass. Ansonsten ist zwar alles schön und gut, aber da gibt es nichts weiter. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir hier zu König Volltest kommen. Dem müssen wir ja noch ein bisschen was berichten, was so passiert ist. So eine Striege tot, also sprich seine Tochter. Und dann noch so ein paar Sachen wie Verrat vom Großmeister und. Das sind alles so kleine Dinge, die da auf einen zukommen. Ah, hier, Siegfried. Siegfried. Hexer. Das bin ich. Ist das Boot bereit? Ja. Na dann. Greift euch die Ruder. Auf geht's. Rudern wir mal in Richtung Zivilisation. Also nur im Sumpf rumspringen ist ja auch nicht so unser Ding. Gucken wir mal, dass wir da ein bisschen was Besseres rausholen. So ein gemütliches Bettchen. Der Epilog. Das geht tatsächlich gegen Ende. Schau's dir an. Euer Hoheit, wir haben einen Sieg errungen. Trotz schwerer Verluste haben wir das Händlerviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devent? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Dieser nutzlose Devent. Der war echt nutzlos. Haben die Ausrufer das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Bestie gefunden. Geralt von Riva. Nur ihr steht noch zwischen mir und... Wir müssen die Flamme des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich protestiere. Als Adliger und Vertreter der... Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens der Flammenrose findet. Adalbert, ich danke euch für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Hexer töten. Dann geht. Ja. Da haben wir einen neuen Feind, effektiv. Geralt, Mensch, ihr kommt in einem Moment, den man guten Gewissens als historisch bezeichnen kann. Ich freue mich, dass ihr noch lebt, Rittersporn. Aber ich habe wichtigere Dinge, die... Wichtiger als die weitreichenden Konsequenzen einer Allianz zwischen Temerien und Redanien?
Hört mit eurer Dramatik auf und erzählt mir, was geschieht. Vor Siegfried? Ich dachte, der Orden sei in Ungnade gefallen. Dieser Teil des Ordens ist auf unserer Seite. Der Großmeister hat zwar seinen Eid gebrochen, aber nicht alle Ritter haben ihren Verstand und ihr Gewissen verloren. Das wird Foltest freuen. Die Verhandlungen mit Radovid scheinen gut zu laufen und es sieht aus, als würden wir einen weiteren starken Verbündeten gewinnen. Wir? In Vysima bin ich temerischer Patriot. Sprechen wir mit dem König. Er muss die Wahrheit erfahren, bevor er ein vorschnelles Urteil über den Orden fällt. Auf jeden Fall, das ist richtig. Erstmal speichern. Ne? Speichern. Ja, und dann können wir jetzt loslegen. Das sieht ja schon sehr freundlich aus, was hier passiert. Weil hier, wo ehemals die Stadtwache rumgedaddelt hat, ist jetzt nicht mehr viel. Na gut. In Emerien herrscht das Chaos. Ah, direkt. Ach, da steht doch schon der König. Naja, hallo. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Über die Zölle sprechen wir später erneut. Aber jetzt müssen wir handeln. Das hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Und glaubt mir, das schmerzt mich mehr als euch. Euer Hoheit, Adda. Still, Geralt, oder es kostet euch euren Kopf. Beruhigt euch, Radovid. Ich trage den Löwenanteil des Verlustes. Doch eins nach dem anderen. Ihr erhaltet, wie besprochen, die drei Dörfer. Der Hexer tötet der Aldersberg. Was? Wir sagten 5 Dörfer. Ich bin kein Mörder. In Ordnung. Das kostet euch 10.000. Übertreibt es nicht. Ich bin König, verdammt nochmal, und ich verdiene etwas mehr Respekt. Also gut. 3 Dörfer für meinen beinahe Schwiegersohn und 8.000 Orens für den Hexer. Abgemacht. So sei es. Klingt nach einem Deal. Sobald wir den Vorvertrag unterschrieben haben, begeben sich meine Armeen auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Über die Dörfer reden wir später. Ich will keine brüderliche Unterstützung. Der Ausdruck beschwört Bilder von verbrannten Dörfern und Waisenkindern im ganzen Land herauf. Dieses Land hat genug gelitten. Ihr vernichtet den Orden und geht dann nach Hause. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Ja. Es interessiert mich sehr. Das macht den Großmeister, ihn allein, zum Feind. Ist das klar? Vollkommen. Nicht der Orden als Ganzes ist der Feind des Königreichs, sondern nur der Großmeister. Und der Orden muss ohnehin kein Feind sein. Unter einer vernünftigen Führung könnte er ein Freund des Volkes sein, ein loyaler Diener seines Königs. Habt ihr gehört? Ich wollte gerade sagen, ich kenne doch da einen. Ja, und ich verstehe. Ich werde alles tun, um den Orden zu retten, mein König. Ich wusste, dass man euch trauen kann. Besucht mich nach eurer offiziellen Amtsübernahme im Palast. Wir haben viel zu besprechen, Großmeister. Ihr zählt eure Wyvern, bevor sie schlüpfen. Noch erfreut sich Jacques de Aldersberg bester Gesundheit. Euer Hoheit, da wäre noch eine andere Sache. Ja? Euer Hoheit, die Strege. Sie ließ mir keine Wahl. Ich musste... Ich wünsche nicht, darüber zu sprechen. Ich bin nicht rachsüchtig. Daher habt ihr von meiner Seite nichts zu befürchten. Aber erwähnt ihren Namen nie wieder. Wie ihr wünscht. Guter Tipp. Euer Hoheit. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. De Wet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er hat auf Befehl der Salamandra gehandelt. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Strege wütet. De Wet hat seine Strafe erhalten.
Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Visima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. 1,20 Meter groß und ein Körper wie ein Bierfass. Ein Maul von einem Ohr zum anderen, voll nadelspitzer Zähne. Klauen wie eine Wildkatze und rote, böse Augen. Ich bezweifle, dass sich König Radovid so eine Braut gewünscht hätte. Das Bündnis zwischen den beiden größten nördlichen Königreichen kam nicht zustande. Der junge redanische Monarch bekam bald einen Spitznamen, der seinen Charakter und seine Politik gegenüber den Nachbarstaaten trefflich beschrieb. Radovid der Strenge. Ja gut, soweit so gut. Jetzt dürfen wir auch endlich wieder reden. Ist ja hier ein halber Spielfilm, meine Güte. Ja. So. Im Dienst der Krone. Im Dienst der Krone, so sieht's aus. Jetzt müssen wir hier erstmal loslegen und alles killen. So. Tötö, tötö, Quest abgeschlossen. Sehr schön. Asche von Visima, quer durch die Stadt Visima, Kloster durchschlagen, Großmeister zu töten. Ja, das kriegen wir hin. Ja, hier. Das ist uns. Großmeister abbrechen. Also es läuft alles so ein bisschen auf Final Fight gegen den Großmeister hinaus. Da wir jetzt sowieso nur noch kämpfen, hier erstmal eine Schwalbe. Gib ihn. Und weil wir einmal dabei sind, komm, hauen wir ja gleich noch was hinterher und dann können wir loslegen. Ach Gott, Rittersprung. Wir müssen nur danach unbedingt mal speichern. Dann sprach der kühne Volltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Oh, wir können bei dem wir können bei dem Scheiß einlagern. Ja. Super. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Halt, haben wir das Ding schon gelesen? Weia, jetzt habe ich es einfach weggeschmissen. Ja, haben wir noch nicht gelesen, ne? Auch noch nicht gelesen. Das kann weg. Unbekannter Trank. Keine Ahnung, was der macht. Ja, weg damit. Damit. Weg. 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 Kann auch weg. Kann auch weg. 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 Bärensaft braucht kein Schwein. Meteorit. Ist voll schön gut. Fistig. Ja, schön und gut. Guter Alkohol, der bleibt. Bleibt auch. Kann weg. Bernstein tun wir auch mal weg. Den riesigen Diamanten, den tun wir jetzt auch mal weg, weil den haben wir bis jetzt nie gebraucht. Und dann sieht das hier nämlich schon alles ein bisschen sortierter aus, ne? Die zwei lesen wir noch. Dann tun wir hier noch ein paar Sachen aus dem Inventar raus, also ja, keine Ahnung, was wir doppelt und dreifach haben. Hier, das, die Knochen. Hatten wir nicht noch irgendwo solche Bisse? Nee, ne? Rauenwurzeln. Hier von das Gelumpi kann noch raus und das kann noch raus. Wovon haben wir noch wenig? Hier von, obwohl das war das einzige Blaue, was wir hatten, ne? Ne, hier oben haben wir noch mehr. Alles klar. Ja, einfach mal, dass wir ein bisschen Platz haben hier und wieder eine Reihe. Ja, hier die Fledermausflügel, das kann auch weg. Das tue ich ja auch mal weg. So. Das Koschka-Herz, das werden wir noch behalten. Vielleicht können wir dabei in der nächsten Gelegenheit was draus bauen. Gut. Speichern wir erstmal und dann jetzt auf in den Kampf. Also weiter in den Kampf hier. Bis jetzt hat man ja nur. Da wird sich schon effektiv geprügelt. Angriff, jawohl. Was gibt's hier? Leckeren Alkohol. Oh, weia. Och, Siegfried, was ist da los? Überall wird gekämpft. Ich fürchte, wir werden mehr von den Regimentern des Großmeisters sehen, als wir je wollten. Ich weiß nicht, ob ich die Hand gegen einen Ritter des Ordens erheben kann. Mach einfach. Ihr habt vielleicht keine Wahl. Sie wollen Blut sehen.
Apropos, guck mal, was ich da sehe. Ja, hauen wir die um oder brennen? Wir brennen die an, weil anbrennen ist geil. So, dann nehmen wir auch gleich hier noch den Gruppenkampfstil. Ach Gott, das ist wieder so ein fetter Ritter. Aber wir wissen ja, wie wir mit denen umgehen. So, dann machen wir. Gucken wir mal, ob wir den dicken kriegen. Oder ob der uns direkt wieder aufs Maul gibt, so One-Hit-mäßig. Ja, erstmal alles weggeburnt hier, ne? War gar nicht mal so kacke. Diese Dreckskerle. Geralt, ich kannte ihn. Vor einem Monat war er noch ein Mensch. Er war kleiner als ich. Nun, ihr könnt besser mit dem Schwert umgehen. In Vizima werden wir wohl noch mehr von diesen Ungeheuern begegnen. Es sind die großen Brüder. Die wollten mich nicht in die Nähe des Projektes lassen. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ja, jetzt weißt du auch, warum die dich nicht in die Nähe des Projektes lassen wollten. Weil, ne? Na, gucken wir an hier, den Jungen. Boah. Heiliges Schwert des Ordens, was haben wir denn hier? Ach so, haben wir auch. Ja, okay. Dann ist ja okay. Flüchtlinge. Aber es bleibt ja wohl nur diese Seite hier. Ja. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Ist jetzt nicht so, dass das vielleicht eine Falle ist oder so. Naja. Wir gehen trotzdem mal durch. Oh nein, Gegner, wer hätte damit rechnen können? Nein? Okay. Ach. Guck mal, die kennen wir doch. Seid gegrüßt. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Jo, lass den Zwerg allein. Der Zwerg, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, Pech. Pech, ne? Flüchtling, ach, die sind hier auch. Oh, weia. Ich würde ja schon gerne nochmal mit allen irgendwie reden hier. Seid gegrüßt. Auch andere Opfer des Krieges haben hier Schutz gesucht. Wir werden nicht lange bleiben. Wir müssen zum Kloster. Ihr gehört also zu denen, die auf das ewige Feuer vertrauen? Es ist sinnlos, wieder raus auf die Straße zu gehen. Ihr werdet sterben. Ich glaube, das ist sogar die Stimme von Siegfried, oder? Gibt es einen anderen Weg? Versucht es mit der Kellertür. Wohin führt sie? In andere Keller. Und am Ende zu einem Ausgang, nehme ich an. Aber ich kann nicht garantieren, dass der Weg sicher ist. Wir riskieren es. Der Schlüssel müsste irgendwo im Haus sein. Also, ab durch die Keller. Also müssen wir noch einen Schlüssel suchen. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme. Ach, der da. Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen... Verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Also, weil die genau falsch rum sind, das bedeutet, jemand in unserem Reihen, dem wir vertrauen, den kann man eigentlich nicht vertrauen, oder was? Ist das jetzt die Aussage? Ja, ein bisschen. Oh. Ja, schön, schön Alkohol. Oh. Finde ich gut. So, mit was haben wir gesprochen? Guck mal, das kennen wir doch. Julian ist nach Kovir gegangen. Das ist aber schön für ihn. Ihr hier? Ich bin auf einer wichtigen Mission für den König. Das ist lobenswert. Auch ich wollte Volltest in diesen schwierigen Zeiten meine Dienste als Berater anbieten. Leider kam ich nicht durch das brennende Vizima. Ich muss zum Kloster.
Ich habe viel über ein Phänomen erfahren, das euch interessieren dürfte. Die wilde Jagd. Schon wieder? Erzähl mir davon. Im Volksglauben verkörpert der König der wilden Jagd den Tod. Er trägt die Seelen davon. Häufig betrachtet man ihn als Werkzeug des Schicksals. Schicksal. Die wilde Jagd ist ein Omen von Krieg und Tragödien. Neuerdings sieht man sie häufig in der Nähe von Vizima. Hütet euch. Ich muss gehen. Lebt wohl. Ja, und noch mehr schlechte Nachrichten. Juhu. Mensch. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt. Ich habe Angst. Das Zeitalter der Verachtung ist gekommen, wie es vorhergesagt wurde. Genießt das Leben, solange ihr noch könnt. Das ist ein guter Rat, Siegfried. Dankeschön. Was wollt ihr damit sagen? Kennt ihr Edlines Prophezeiung? Nicht so genau. Doch, wir haben sie doch gelesen. Der Krieg mit Nilfgaard lieferte den Beweis. Denn Edlinne hat vorhergesagt, dass das Blut der Aen Seide, der Elfen, das Land tränken würde. Die Leute glaubten, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms wäre gekommen. Kennt ihr den Rest? Ich bin nicht sicher. Dann hört zu. Es kommt die Zeit von weißem Frost und weißem Licht. Die Zeit von Wahnsinn und Verachtung. Na, der Abspann. Das Ende der Zeitalter. Die Welt wird in Frost untergehen. Schluss jetzt mit dem Pessimismus. Die Prophezeiung hat begonnen. Das kommt auf uns an. Lebt wohl. Möge Militele euch beschützen. Mir sind Prophezeiungen egal. Das Leben gewöhnlicher Leute dagegen nicht. Das ist wohl eine Aussage, ne? Mögt. Ich habe Carmen glücklich vereint mit dem Hauptmann der Wache gesehen. Wisst ihr, dass sie geheiratet haben? Das ist schön zu hören. Der Dank dafür gebührt euch, Hexer. Ich hörte, ihr habt einen Zauber auf Vincent gewirkt. Das arme Mädchen hat etwas Glück verdient. Das arme Mädchen? Carmen hat viel durchgemacht. Sie lebte im Umland. Ihr Vater war Priester des ewigen Feuers. Ein verdammenswerter Mann der Religion. Sie wurde schwanger und er hat sie rausgeworfen. Dann ist sie nach Vizima gegangen. Ihr wisst ja, wie es endete. Das wusste ich nicht. Tja, und wieder ein bisschen Hintergrundgeschichte erfahren. Tobias trauert um seine Töchter. Ja, kannst du mal sehen. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Schlüssel. Ja, wo kann der sein? Im Keller wahrscheinlich. Aber jetzt wieder viel gequatscht haben, nicht, dass wir da unten kämpfen und vielleicht wieder einfach umfallen. Erstmal speichern. Und dann ab in den Keller. Ja, wer hätte es gedacht? Moment. Steht Ärger ins Haus. Tötet mich nicht, Hexer. So, so. Ein sprechender Ghoul. Ich bin ein Mutant, wie ihr. Mit der Gabe der Sprache und Intelligenz geboren. Wie ein Mensch. Ich kenne viele intelligente Ungeheuer, die trotzdem tödlich sind. Ich bin nur für die eine Bedrohung, die mich bedrohen. Okay. Sagen wir, ich glaube euch. Das beruhigt mich. Warum seid ihr hier? Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nachts raus und suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. Ah ja. Story-Twist. Nein, eigentlich nicht. Aber, guck mal hier. Oh, tolle Sachen. Schwefel, Wassermelonen, irgendwelcher Alkohol. Ja, und die haben wir ja schon gelesen, die Prophezeiung. Egal, wir nehmen trotzdem alles mit. Einfach, weil wir es können. Und das erinnert mich an was wir ja noch machen wollten, nämlich hier mal lesen. Diese Notiz, Fummel, Trank, wird ein Goldtalent. Geil. Was ist das hier, die Aufzeichnung der Brüder? Im Bestarium, sehr schön. Große Brüder werden sie genannt. Ungeheuer, Meuchler, Mutant. Das gucken wir gleich mal nach. Moment, hier gucken wir das nach. So, Meuchler, Mutanten. Na, das sind die Jungs. Anfällig, können mit Stahlwaffen verletzt werden. Das haben wir schon rausgefunden. Effektiv. Ja, hier vorkommen Mutanten. Ja.
Untergehen. Schnellmobil. Okay. Gut. Tja, weiter geht's, würde ich sagen. Schlüssel haben wir jetzt. Let's do this. Oh Gott, jetzt geht das wieder los hier. Silberschwert. So. Siegfried kümmere dich mal effektiv darum. Und könnt ja. So, alles tot. Geil. So muss das ist. So, was gibt's hier? Überreste. Bruxablut und. Oh, na schön. Dass es die Viecher auch noch gibt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Alles klar. Dann wieder auf Stahl bestimmt wechseln, weil. Wird wichtiger sein. Wir werden bestimmt auf andere Gegner treffen. Hier speichere ich auch direkt mal. Und los geht's. Wie, keine Gegner. Ein Verrückter. Ha. Der ist verrückt. Moment, da steigt mal erstmal hier die Waffe weg. Ich will ja erstmal mit ihm reden. Geht weg! Ich will nichts von euch! Im Keller waren Ungeheuer. Ich sterbe sowieso. Die finden mich. Die holen mich. Beruhigt euch. Wie kommen wir hier raus? Durch das Fenster. Danke. Tja, für den Verrückten ist er ganz schön klar im Kopf. Also, ne? Der weiß Bescheid, der Junge. Ja, und ab durchs Fenster. Wuhu! Dom, dop, dop, dom. So, da geht's direkt wieder in... Seht mir in die Augen, Däune. Dann seht ihr euren Tod. Ich sehe einen blinden Fanatiker, der seinem Ende entgegensieht. Schweigt, Verräter! Ihr habt schon zu oft den Tod gebracht. Die Vergeltung wartet. Mit euren Phrasen mögt ihr jungen Elfen eine Gehirnwäsche verpassen. Aber mich beeindrucken sie ebenso wenig wie die, die ihr ermordet habt. Ich habe mich in euch getäuscht. Ihr seid es nicht wert, dass ich mich mit euch unterhalte. Ihr seid ein blinder, tollwütiger Hund, der nach allem schnappt, was sich bewegt. Jemand muss euch erledigen. Tja, derjenige bist du, oder was? Guck mal, ganz viel Spaß. So. So, und da ist er schon tot. Zack, alle weggebrutzelt. Kein Ding. Ich meine, ne? Nichts leichter als das. Elfen töten hier. Eine Waffe. Oh. Oh. Aber Schaden minus 30. Ja. Was macht der hier? Ah, der war so durch mit. Der ist lustiger. Keine Ahnung. Sieht hübschiger aus. Aber eigentlich ist es ja egal, was wir mitnehmen. So ein Schwert mit, das passt da auch besser hin. Überreste, was gibt's denn hier Schönes? Er macht's ja sogar noch mehr. Dann nehmen wir doch den mit. So, was gibt's hier an Überresten? Auch noch ein bisschen Kram. Was hat der dabei? Kram. Der Heiler. Ja, du hast ziemlich schnell verputzelt. Oh, guck mal, liegt. Er hätte nicht so kopflos sein sollen, ne? Naja. Also hier werden wir jetzt auch nicht das Problem. Wären wir mal früher so begegnet, hätte man effektiv besser platt machen können. Okay, weiter. Ah, wir müssen anscheinend hier überall quer durch. Durch die ganze City, alles brennt und alles ist doof. Ja, dam. Ein verwundeter Ritter. Wir konnten nicht durchbrechen. Schwere Kämpfe. Gibt es einen sichereren Weg zum Kloster? Es gibt einen anderen Weg. Durch die Kloaken. Aber der ist gefährlich. Ich habe einen Schlüssel. Nehmt ihn. Ich danke euch. Ist aber nicht von dir. Ihr werdet nicht ein Zeuge. Was? Okay, also müssen wir wahrscheinlich hier durch eine dieser Türen. Ah, können sogar links und rechts rein. Okay, Mach mal. Machen wir am besten in der nächsten Folge, weil jetzt stehen wir hier gerade an so einer schönen Stelle, wo wir quasi einen Cut machen können. Und ich würde sagen, morgen geht's weiter mit The Witcher. Ja, Showdown. Wir sind schon im Epilog. Sprich,
Es geht aufs Ende zu. Und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, der The Witcher. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Sarah, haut's rein und ciao, ciao.